So, nachdem ich dann im letzten Video gezeigt habe, wie man den Rollrand bei rechts gestrickten Teilen vermeiden kann und mich dabei aber nur auf das Stricken in Reihen bezogen habe, kamen jetzt sehr viele Fragen, was mache ich denn, wenn ich dieselbe Technik anwenden will, aber in runden Stricke? Stimmt, da ist es ein bisschen anders, weil da haben wir ja keine Rückreihen, in denen wir dann die verkürzten Rechtsreihen stricken können. In dem Fall zeige ich jetzt hier nochmal eben kurz, wie es ist oder wie man es macht, wenn man nur Hinreihen hat. So, wir gehen jetzt hier hin. Das wäre jetzt einmal eine Runde. Und stricken die erste Masche ganz normal ab. So, die zweite Masche, da gehen wir jetzt mit der rechten Nadel und holen hier dieses zweiten Querfaden nach oben, legen ihn auf die Nadel und stricken dann beide zusammen. Und ketten am besten auch gleich dann ab, weil das macht man dann in der letzten Runde eines Bündchens zum Beispiel. Heißt, wir heben die erste über die zweite. Wir machen das nochmal. Wir gehen von hinten, nehmen hier den zweiten Querfaden von oben, legen ihn auf die linke Nadel, sieht man es, stricken beide zusammen und ziehen dann die Masche davor einfach darüber. Von hinten, zweiten Querfaden nach oben auf die linke Nadel, die beiden zusammen. Darüber, von hinten und immer so weiter, immer diese beiden zusammenstricken und die darüber ziehen. So hat man jetzt hier auch wieder so eine ganz kleine Wulst, die aber dekorativ aussieht und zum Zweiten das Ganze daran hindert, sich anschließend nach außen aufzurollen.